Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe. Das Video kann für alle BMWs angewendet werden, egal mit 5-Gang, 6-Gang oder 8-Gang Getriebe. Wichtig ist, dass man einen Getriebeschaden vermeidet. Einen Getriebeschaden kann man nur dann vermeiden, wenn man die richtige Wartung, die richtigen Service, die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug halt durchzieht. Deswegen bieten wir auch eine Fernwartung an, denn man muss ja im Endeffekt herausfinden, was ist denn die richtige Wartung von meinem Getriebe. Man kann nicht einfach einen Service durchführen und hoffen, dass es was bringt. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten und anhand der Adaptionswerte vom Automatikgetriebe kann man sehen, wie ist der Zustand von eurem Getriebe und was ist die richtige Maßnahme. Dafür schicken wir euch ein Kabel zu. Über das Kabel können wir von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen und verschiedene Sachen prüfen. Viele verschiedene Sachen am Motor, dass man halt Empfehlungen ausspricht, was man machen kann und den Zustand prüft, aber auch ins Getriebe reingeht und sich Adaptionswerte im Getriebe halt anschaut. Nur so kann man sagen, was die richtige Maßnahme ist und wie man dafür sorgen kann, dass das Getriebe länger lebt. Wenn oder welche Spülungen oder welche Maßnahmen gibt es überhaupt? Es gibt zum Beispiel die Maßnahme, den Service, den Getriebeölwechsel. Dabei wird bei 40.000 das Getriebeöl gewechselt. Dabei wird nur ein Drittel des Gesamtöls getauscht, das heißt der Rest schmutzigen Öl bleibt im Wandler, in den Schläuchen, in dem Getriebekühler. Das ist keine schlechte Sache, wenn man das bei einer relativ kleinen Laufleistung macht. Wenn das Fahrzeug mehr gelaufen hat, zum Beispiel 80.000, dann sollte man das Getriebe spülen. Bei einer Spülung wird das gesamte Öl durchgespült, dass wir überall sauberes Öl haben. Bei einer Spülung solltet ihr darauf achten, dass man Originalteile verwendet, das heißt originales Öl und originale Ölwanne inklusive Filter, damit man danach nicht sozusagen sich fragt, warum schaltet mein Getriebe schlechter. Weil oft ist es halt so, dass Kunden uns anrufen und sagen, ich habe mein Getriebe irgendwo spülen lassen und es schaltet schlechter als vorher. Dazu komme ich etwas später, welche Wartung und Service es noch gibt und worauf man da achten soll. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass bei 80.000, 70 oder 90 es für eine Getriebespülung zu spät ist. Das kann sein, wenn zum Beispiel ein Fahrzeug viel stattgefahren ist oder einen Anhänger gezogen hat oder eine Leistungssteigerung hatte oder zum Beispiel an sich eine starke Motorisierung hat. Daher kann man anhand der Werte sehen, was ist da genau los. Was kann denn überhaupt passieren in einem Getriebe, was sozusagen eine Spülung oder einen Ölwechsel, warum es nicht ausreicht? Dazu muss man verstehen, wie so ein Getriebe funktioniert. Wir haben Druck, das heißt, ein Getriebe funktioniert über Öldruck. Das heißt, Öldruck wird aufgebaut und die Lamellenkupplungen werden zusammengedrückt. Dadurch fährt das Getriebe nach vorne. Wenn wir einen Druckverlust haben, dann haben wir das Problem, dass die Lamellenkupplungen zu spät zusammengedrückt werden und in der Zwischenzeit schleifen die. Dieser Lamellenabrieb oder beziehungsweise diese Lamellenbeschichtung, die ist nicht magnetisch. Das macht die halt so gefährlich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Getriebe haben, was wir zu spät gespült haben oder zu spät einen Ölwechsel gemacht haben oder aggressiv gefahren wurde, dann haben wir im Getriebe einen höheren Verschleiß, dadurch, dass wir eine höhere Temperatur bekommen haben. Und Gummikomponenten, die dafür sorgen, dass dieser Öldruck gehalten wird, die verschleißen. Hier sieht man zum Beispiel diese Gummikomponenten. Die sitzen zwischen der Mechatronik und dem Getriebe. Das ist zum Beispiel die Mechatronik, das ist die Steuereinheit, das ist das Steuergerät, was entsprechend die Gänge halt schaltet. Die Mechatronik hat auch hier zum Beispiel Ventile, hier kann man die sehen, so sehen die halt aus und die Ventile steuern im Endeffekt das Fahren. So sehen die Ventile zum Beispiel halt aus. Aber dazu komme ich etwas später. Diese Mechatronik, die sitzt im Getriebe selber, das heißt, hier kann man das Getriebe halt sehen. Die Mechatronik ist ausgebaut und zwischen dem Getriebegehäuse und der Mechatronik haben wir bestimmte Dichtungen. Und die Dichtungen verschleißen einfach, weil die sind aus Gummi und die sind für eine bestimmte Temperatur geeignet. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Getriebespülung nicht ausreicht, ist eine mögliche Maßnahme, Mechatronik ausbauen, Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe tauschen, um die Druckverhältnisse wiederherzustellen. Wenn ihr zum Beispiel Laufleistung habt von 130 bis 180.000, kann es sein, dass diese Art von Service oder Wartung auch nicht mehr ausreicht. Das heißt, dass wir woanders ein Druckproblem haben, und zwar in der Mechatronik selber oder zum Beispiel in den Ventilen. Wir sehen hier zum Beispiel eine zerlegte Mechatronik. Das heißt, die beiden Hälften wurden auseinandergebaut. Dazwischen haben wir eine Platte. Und wir sehen hier zum Beispiel das Schwarze, das ist der Lamellenabrieb. Der Lamellenabrieb, den wir eben gesehen haben von den Lamellen selber. Das heißt, diese Platte hat aber auch hier so Gummiabdichtungen. Das heißt, die Bereiche müssen voneinander getrennt sein. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Bereich kaputt geht, das heißt, das Gummi einfach zu hart wird und nicht mehr dicht hält, dann haben wir dort ein Druckproblem.
Druckproblem kann auch sein, dass zum Beispiel das Ventil mit diesen Lamellenabrieb sich zusetzt. Das heißt, hier haben wir kleine Filter und dieser Filter kann sich einfach zusetzen und dann kann das Ventil nicht richtig arbeiten und es kann dadurch zu Störungen kommen beim Schaltverhalten. Oder halt, es schaltet zu spät oder baut den Druck zu spät halt auf. Dieser Dreck, den wir hier zum Beispiel sehen, der kann sich halt auch in die Mechatronik selber oder ist definitiv in der Mechatronik selber. Und zwar, wir haben hier Kolben, die bewegen sich in dem Gehäuse. Ich hole mal so einen Kolben, irgendwo habe ich einen hier gehabt. Das heißt, dieser Kolben, der bewegt sich permanent hin und her. Und wenn hier zum Beispiel der Dreck da reinkommt, dann sorgt das dafür, dass wir zu Schaltproblemen kommen. Das heißt, wir haben hier ein Stör, ein Hindernis und dadurch klemmt das Fahrverhalten bzw. das Schalten von dem Getriebe. Wenn ihr zum Beispiel ihr den Super-GAU habt, dann kann es zum Beispiel passieren, dass wir nicht mehr die richtige Kompression haben zwischen Gehäuse und Kolben. Wie zum Beispiel bei dem Motor können wir dort auch ein Kompressionsproblem haben und dadurch kann es halt dazu kommen, dass wir zum Beispiel hier in der Mechatronik den Druckverlust haben. So sieht der Kolben übrigens aus. Ne? Das heißt, diese Kolben, die sind hier drin und die bewegen sich permanent. So kann man sich die vorstellen. So, zum Kompressionsverlust hier. Wie beim Motor, wenn wir da sozusagen keine Kompression mehr haben, haben wir natürlich ein Problem. Genauso ist es halt auch bei dem Getriebe. Deswegen prüfen wir die Mechatronik, wenn man die zum Beispiel zerlegt, wenn die Adaptionswerte uns das halt sagen, weil wir gucken, in wie hoch und wie schlecht die Adaptionswerte sind. Je nachdem, wie hoch oder wie schlecht die sind, entscheiden wir, welche Maßnahme die richtige ist. Deswegen zum Beispiel, wenn wir die Mechatronik zerlegen, prüfen wir automatisch, nachdem wir die komplett gereinigt haben, aus vom Lamellenabrieb, das heißt Kolben, Gehäuse wurde gereinigt, dann prüfen wir hier den Verschleiß. Den Verschleiß können wir prüfen, indem wir das über Unterdruck messen. Das heißt, wir haben zum Beispiel, die Werte sollten sein zwischen 30 bis 18. Das sind sozusagen, in dem Bereich sollten die Werte sein. Haben wir Werte unter 18, dann haben wir hier keine Kompression mehr. Das heißt, das können wir hier prüfen. Hier haben wir eine Einheit und wir sehen zum Beispiel, hier haben wir einen Wert von knapp 15. Das heißt, dieser Bereich sollte instand gesetzt werden. Hier haben wir zum Beispiel einen Wert von knapp 18. Das ist gerade an der Grenze. Und so prüfen wir zum Beispiel beide Mechatronikhälften komplett durch und sehen, ist hier irgendwo ein Problem. Denn ihr müsst verstehen, ein Getriebeschaden ist ein Schaden im Getriebe selber. Mechatronik hat mit dem Getriebeschaden, mit der Reparatur an sich nichts zu tun. Wenn ihr zum Beispiel ein defektes Getriebe habt, was wird gemacht? Das wird ausgebaut und die ganzen Lamellenkupplungen, so wie die hier, werden ausgetauscht. Das war's. Aber diese Ursache von diesem Getriebeschaden ist der Druckverlust. Der Druckverlust zum Beispiel in der Mechatronik, der Druckverlust zum Beispiel in den Gummidichtungen oder zum Beispiel verspätetes Schaltverhalten, weil zum Beispiel die Ventile verdreckt sind oder wir zu viel Lamellenabtrieb in der Mechatronik haben. Das alles führt zu einem Getriebeschaden. Und wenn ihr ein Getriebe repariert, dann wird meistens nur das Getriebe repariert, aber nicht die Mechatronik, was die Ursache des Ganzen war. Deswegen sollte man vorher prüfen auf Unterdruck, ob wir hier nicht irgendwie einen Verschleiß haben. Ist hier ein Verschleiß gegeben, haben wir die Möglichkeit, diese Mechatronik instand zu setzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein defektes Getriebe habt und ihr wollt sicher gehen, dass die Mechatronik noch heil ist, wir können die prüfen. Ihr könnt sie uns zuschicken und wenn wir feststellen, die ist defekt, dann können wir hier eine Bohrung machen. Daher, die Mechatronik, die Kanäle werden aufgeweitet und es werden Reparaturkolben verbaut, damit wir wieder die Kompression wiederherstellen, die wir haben sollten. Sowas können wir hier vor Ort machen, die ganzen Reparaturventile und die ganzen Tools für die Bohrung haben wir hier vor Ort. Ihr solltet auch bedenken, bei Fahrzeugen wie zum Beispiel X5, X3 oder Allradfahrzeugen habt ihr insgesamt 4 Getriebe. Ihr habt einmal das Automatikgetriebe, worüber wir jetzt sprechen. Dann habt ihr ein Verteilergetriebe, was man hier sehen kann. Das ist das Verteilergetriebe der Allradfahrzeuge. Funktioniert natürlich auch über Lamellen. Hier haben wir das Problem, dass wir keine Ablassschraube haben, sondern nur eine Ablassbefüllschraube. Daher macht hier nur eine Spülung Sinn, indem man das Öl absaugt, befüllt, laufen lässt, wieder absaugt, befüllt, laufen lässt, mehrmals, damit der ganze Dreck rauskommt, weil wir haben sehr, sehr viele Kanäle hier. Wir haben hier keinen Filter, wir haben keine Magneten. Deswegen muss man da halt aktiv werden, am besten schon bei 60.000. Hier sieht man das Verteilergetriebe, hier war ja das Automatikgetriebe, hier ist das Verteilergetriebe gleich dahinter.
Dann haben wir hier ein Differential hinten. Das muss man natürlich auch entsprechend warten. Und wir haben ein Differential vorne. Kann man hier soweit nicht so gut erkennen, aber im Endeffekt ist das da hinten. Ne? So, deswegen muss man das bei den Allradfahrzeugen bedenken. Allradfahrzeuge ist eine super Sache, auch ein Allrad an sich ist perfekt, aber man muss entsprechend die richtige Wartung rechtzeitig machen. Rechtzeitig heißt alle 60.000 eine Verteilergetriebespülung. Und das Wichtige, nach der Verteilergetriebespülung muss man das Verteilergetriebe adaptieren. Denn wir haben einen Stellmotor, der ist hier hinter. Und der Stellmotor weiß ja nicht, dass die Lamellendicke sich verändert hat. Deswegen muss man ihm das sagen, dann fährt er an eine neue Position ran und weiß, wie dick sind meine Lamellen, damit die nicht unnötig verschleißen und schleifen. Deswegen, wenn ihr länger was im Automatikgetriebe haben möchtet, dann müsst ihr dafür sorgen, dass man die richtige Maßnahme trifft. Weil es ist euch nicht geholfen, wenn ihr einfach Geld investiert in einen Ölwechsel oder eine Spülung und das Getriebe schaltet danach noch schlechter oder geht irgendwann kaputt, weil anstatt eine Spülung zu machen, hätte man die Dichtungen tauschen müssen oder die Dichtplatte oder die Mechatronik reinigen. Deswegen sollte man im Vorwege prüfen, was ist die richtige Maßnahme und dann könnt ihr bei euch in der Nähe jemanden finden, der das für euch machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.